Guten Morgen. Boah, das war so eine fürchterliche Nacht, sag ich euch. Wir haben 7:30 oder so. Boah, also die Livia, die hat super geschlafen. Das war nicht das Problem. Das Problem war Smurfy. Ich habe euch gestern in dem Vlog gezeigt, dass wir hier Essen bestellt haben. Warte mal, ich muss mal eben die Kamera abstellen. Ich kann mir so schlecht festhalten, wenn ich hier einen Kaffee mache, den ich wirklich brauche. So, muss man hier alles zumachen. Also Livia hat super geschlafen, wie immer. Die war einmal um 4 Uhr wach oder so. Dann hat sie sich angedockt, Seiten gewechselt und weiter geschlafen. Smurfy war wach. Wir haben uns gestern hier Essen bestellt beim Griechen, das hatte ich euch gezeigt. Und hier standen noch Reste in der Küche. Ja. Und dreimal dürft ihr raten, wer die ganze Nacht gebettelt hat. Unglaublich. Ich war ja dann eh wach. Dadurch, dass Livia ja wach war, war ich halt wach. Bin dann mit dem Smurfy rausgegangen, weil ich dachte, der muss raus. Der ist aufgestanden zur Schlafzimmertür und hat halt so, als ob er raus muss. Dann bin ich mit ihm rausgegangen, hat auch Pipi gemacht. Und dann habe ich gedacht, naja gut, dann ist jetzt bestimmt gut. Nein, hat er gebellt an der Schlafzimmertür. Und so bis Bernd dann irgendwann völlig entnervt aufgestanden ist. Und gesagt, ich gehe jetzt runter mit ihm, bevor Livia noch wach wird und so. Ja, und der hat halt hier die ganze Zeit gestanden. Hier stehen noch ein bisschen Reste. Der Mülleimer, den haben wir jetzt leer gemacht und so. Also jetzt halt 3,5 Stunden, ne? Irgendwann ist er halt völlig erschöpft eingeschlafen, hat Bernd gesagt. Aber der hat total lange noch Randale gemacht, ne? Das ist doch nicht normal. Nein, das ist nicht normal, ich weiß. Ja, keine Ahnung, nutzt nichts. Er hat natürlich auch nichts bekommen, weil natürlich, wenn wir ihm jetzt was gegeben hätten, dann wäre das umso spannender nächste Mal für ihn gewesen, wieder zu betteln. Aber ja, wir sind dann auch hart, aber trotzdem hat er das gemacht. So, ich mache jetzt hier einen Kaffee. Ich habe schon Bohnen hier drin. Das ist immer unsere Kaffeemühle, so ein kleiner Mixer. Stecker reinstecken, ne? Ja, willst du auch mal guten Morgen sagen in dem Vlog? Ja. Sie ist aber noch nicht schick gemacht, sagt sie, ne? Hast du dich noch nicht geschminkt? Nein. Hallo. Guckst du mal raus, ne? Die liebt das aus dem Fenster zu gucken. In den Himmel, ne? Gestern, als wir im Tragetuch spazieren waren, auch, ne? Da warst du wach und hast auch rausgeschaut. Ja. Ja, super. Guten Morgen. Bist du ausgeschlafen? Und schon gefrühstückt, ne? Ja. Ja, normalerweise wird sie jetzt auch noch oben liegen und schlafen, aber irgendwie ist heute in allem der Wurm drin. So, jetzt gibt es erstmal einen Kaffee und dann mache ich uns fertig. Also ich muss unbedingt duschen und die Kleine halt waschen und frisch anziehen und so. Und dann sind wir bestimmt ein bisschen frischer drauf. Ja. Es wurde gefragt, wo Smurfys Hundebett ist. In dem Vlog von gestern habe ich euch gezeigt, dass er hier den Wäschekorb, habe ich ihm hingestellt. Sein Hundebett ist da. Da hat er so seine Privatsphäre neben dem Laufstall, weil das war da zu groß einfach, dieser Kreis. Deswegen haben wir diese große Flocke hier hingelegt. Ja, aber ihr seht, er liegt da. Aber da liegt er auch oft drin. Vor allem, wenn er
Knochen oder so kaut, dann geht er damit da rein und er schläft da auch sehr gerne drin in seiner Hundeflocke. Und jetzt habe ich überlegt, weil ich jetzt hier Zeit habe, ich habe soweit den Haushalt einigermaßen geschafft. Hab ich überlegt, ob ich jetzt mal den Geburtsbericht abdrehen soll. Denn jetzt ist die Kleine schon 5 Wochen alt und ich habe das immer noch nicht gemacht. Und das verblasst immer mehr so, diese Erfahrung. Und ich hätte echt gerne direkt einen Geburtsbericht gemacht, aber irgendwie habe ich den Zeitpunkt immer verpasst. So, ach morgen, jetzt schaffe ich nicht, mach ich morgen. Und ja, jetzt ist die Maus schon 5 Wochen alt. Mal schauen, vielleicht mache ich das jetzt wirklich eben. Ist voll Qualm hier, ne? Uns gibt es heute Burger. Burger, Burger. Bernd und die Mauler waren schon baden gerade, ne? Ganz ausgiebig. Ne? Bist du ganz sauber jetzt? Das genießt sie mal richtig. Bernd geht dann mit ihr in die große Badewanne, legt sie sich auf die Beine und dann machen wir immer mit dem Waschlappen so das warme Wasser so über sie drüber laufen lassen. Dann hast du ja, mal eine ganz... Waschlappen liegt ja bei ihr auch ganz drauf. Ja, ein Waschlappen liegt ganz auf sie drauf. Und warm bleibt. Genau. Und dann hat sie immer eine ganz wilde Frisur danach, ne? Ja, passt. Hm? Ja, und jetzt bist du müde, ne? Ja. Jetzt essen wir noch die Burger mit Pommes und dann gehen wir gleich, glaube ich, schlafen, ne? Ja, wie immer. Wie immer. 21 Uhr ist jetzt unsere Schlafenszeit geworden. Stehen wir noch lieber auf. Ja, genau. Das war echt früh heute Morgen. Heute bin ich auch echt richtig, richtig müde. Und morgen müssen wir auch so aufstehen, weil wir zur Hundewiese möchten, ne? Nicht, ne? Aber. Ja, aber wir möchten zur Hundewiese und da ist es am schönsten, wenn es leer ist. Und deswegen müssen wir früh dahin, ne? Ja. Da ist da nicht so viel los. Smurfy, was siehst du wieder? Hm? Wo bist du denn? Wo ist denn der Smurfy? Da, in seinem Körbchen, in seinem neuen. Tja. Der hat auch heute mit Hunden gespielt, mit Nachbarshunden. War der unterwegs. Ja. Ja, erzählst du uns was? Ja? Sag mal, ich habe einen Schlafanzug, der ist zu groß. Und jetzt möchte ich zur Mama kuscheln. Kuscheln, ja. Ja. Komm, wir kuscheln. Wer bist du, Smurfy? Wer bist du? Bist du auf deinem Fahrrad vom Morgen gekommen? Was ist er? Bist du Beagle T? Ach, E.T. Ist warm, sagt er da drin. Okay. Eine Banane durfte er essen. Ja, die ja, will er jetzt nach draußen bringen. Die Banane. Die Minuten sind um. Hast dich ja gerade eben hier hingelegt. Jetzt geht's ab Teiter. E.T.? Teiter? Komm. So, eigentlich wollte ich jetzt warten mit dem Verabschieden vom Vlog, bis der Bernd mit dem Smurfy rausgegangen ist zum Spazieren. Aber... Ich habe meine Hose versteckt. Ich habe sie gegessen. Nein. Ich habe nicht die Hose versteckt und mein Ohr juckt. Oh. Bernd hat seine Hose ausgezogen, die Jeans, aber weiß nicht mehr wo. Und ohne kann er nicht laufen gehen. Wo ist mir kannst egal, du wo schon. Ich die ausgezogen habe, nur wo ich sie hingetan habe, ist relevant oder du. Ich habe die nicht weggetan. Ich war die ganze Zeit am Stillen hier. Ich mache die ganze Zeit hier, also außer wo wir jetzt gegessen haben, bin ich nur hier am Stillen und baden. Wann waren wir? Im Badezimmer vielleicht? Im Schlafzimmer? Im Büro? So viele Räume haben wir ja auch nicht. Und wo war sie? Ich habe die im Wäschekorb getan. Nein, jetzt erinnere ich mich. Die lag so halb auf dem Wäschekorb. Und dann habe ich den ja zugemacht, weil der Smurfy mir auf den Keks gegangen ist, weil er da rein wollte, als ihr in der Badewanne wart. Hm? Nein. Wo ist denn der jetzt? Ach, der wartet schon auf dich. Ne? Ja. Mit den Augen. Ja, und wir gehen jetzt Zähne putzen und schlafen. Würde ich mal sagen, ne? Tschüss. Tschüss. Nein. Ciao mit Y. Ja, ciao mit V kann doch jeder.
Boah, ich bin müde. So. Kalter heute nicht mehr. Ja. Okay, meine Lieben, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.